Was hat JJ eigentlich im Serverraum gemacht? Das kam mir irgendwie gespielt vor. Ist sie ein Imposter? Den Kuchen hat sie auch nicht gegessen. In Spectrum, der Podcast aus der deutschsprachigen ASPEC-Community. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von In Spectren. Mein Name ist Finn. Ich verstehe mich als aromantisch und Grey Ace. Ich bin weiß, verwende keine Pronomen, komme aus Österreich und bin 26 Jahre alt. Hallo zusammen auch von mir. Ich bin JJ und bin asexuell. Ich komme aus der Schweiz, bin 32 und verwende Sie-Pronomen. Hallo, hier Noah. Ich bin Ace und demiromantisch und ich komme aus Deutschland. JJ, magst du kurz zusammenfassen, worüber wir heute sprechen? Ja, also wie ihr vielleicht schon aus dem Intro erraten konntet, sprechen wir heute über das queere Imposter-Syndrom, also darüber, was das ist, was die Gründe dafür sind, was Folgen sein können und natürlich auch über ASPEC und queeres Imposter-Syndrom. Ja, dann fangen wir gleich mal an, oder? Dann beginnen wir erst einmal damit, was das Imposter-Phänomen überhaupt ist. Das Imposter-Phänomen wird auch als Hochstapler- oder Imposter-Syndrom bezeichnet. Das sind Namen, unter denen ihr das wahrscheinlich kennt. Aber JJ, du hast auch eine Definition mitgebracht. Ja, genau. Den Begriff Imposter-Phänomen oder eben auf Deutsch Hochstapler-Syndrom, den gibt es eigentlich schon seit 1978. Der kam vor in einem Artikel von Pauline R. Glanz und Suzanne A. Eames. Die haben den eingeführt und zwar ging es darum, dass sehr viele erfolgreiche Frauen glauben, dass sie nicht besonders intelligent seien und ihre Leistungen von anderen überschätzt würden. Zuerst wurde gedacht, dass das ein Persönlichkeitsmerkmal ist. Es wurde also als Persönlichkeitsmerkmal angesehen und geglaubt, dass es unveränderlich sei. Aber jetzt in jüngerer Zeit wurde es als Reaktion auf bestimmte Stimuli und Ereignisse angesehen. Aber es gilt nicht als psychische Störung. Es gibt einfach Personengruppen, die anfälliger sind auf das Syndrom, aber es ist trotzdem kein eigentlicher Persönlichkeitszug. In der queeren Community kennen wir das als queeres Imposter-Syndrom. Und was ist das genau? Beim queeren Imposter-Syndrom geht es darum, das kennen vielleicht auch viele von euch, dass viele queere Personen zweifeln an ihrer eigenen queeren Identität und sich zum Beispiel fragen, bin ich queer genug? Bin ich das wirklich? Bin ich asexuell genug? Bin ich aromantisch genug, um aufs ASPEC zu kommen? Aber auch Personen, die sich fragen, ja, bin ich eigentlich homosexuell genug? So ein wirklicher Zweifel an der eigenen Identität und die Frage, ob ich dieses Label wirklich verwenden soll oder darf, obwohl vielleicht manchmal auch überhaupt kein Grund zum Zweifeln besteht. Und dann eben auch die Frage, bin ich wirklich queer genug, wenn ich, keine Ahnung, Ace bin? Oder erfülle ich das genug, um mich so zu nennen? Da stellt sich ja auch direkt die Frage, haben wir selber Erfahrungen mit dem queeren Imposter-Syndrom und mit diesen Zweifeln? Ich fange mit dir an, JJ, ich stelle dir die gleich. Hast du dich schon mal nicht queer, Ace, Aro oder sonst irgendwie einem Label nicht genügend gefühlt? Ich kenne es in verschiedenen Bedingungen, jetzt hauptsächlich mit dem Ace-Label. Ich hatte ja Beziehungen, bevor ich überhaupt wusste, dass es sowas wie Asexualität gibt und habe es dann irgendwie erst mit 8, 29 herausgefunden, eben dass es das gibt, war dann für mich sehr schnell klar, dass ich mich dazugehörig fühle, aber dann auch gerade wenn man in der Community unterwegs ist und so mit meiner Vergangenheit und so, habe ich dann oft das Gefühl gehabt, dass ich irgendwie nicht ace genug bin, einfach weil ich es nicht schon mit 15 gewusst habe oder so. Das ist für mich ein bisschen der Punkt. Darf ich kurz nachfragen, wann du rausgefunden hast, dass du ace bist? Mit 29
spätestens, aber ich glaube, ich war 28, etwa jetzt vor 4 Jahren. Ja, und wie sieht es bei dir aus, Finn? Kennst du das? Ja, eigentlich in der Form so gar nicht. Also, dass ich irgendwie Zweifel daran hatte, dass ich queer genug bin, das hatte ich so gar nicht. Ich habe zwar auch nicht mit 15 rausgefunden, dass ich auf dem Ace-Spektrum bzw. Aro bzw. nicht-binär bin, sondern mit 22 ging das dann in die Richtung. Aber auch früher als du jetzt, darum habe ich gefragt. Bei mir waren das irgendwie immer andere Fragen. Also zum Beispiel so, ich habe mich gefragt, bin ich in der Community willkommen? Auch in der Aceback-Community, in irgendeiner queeren Community, aber nicht, weil ich mich nicht queer genug gefühlt habe, sondern einfach von der Frage, ist eine Person mit meinem Hintergrund und da, woher ich komme und mit meinen Erfahrungen, ist da ein Platz für mich in dieser Community? Aber nie diese Frage, bin ich queer genug oder trifft der Begriff nicht auf mich zu oder so, weil das war immer sehr klar in diesen Momenten. Und auch als ich mein Label gewechselt habe, ich habe ja mein Label von Ace of Grey Ace gewechselt, hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass ich nicht queer genug wäre, weil ich immer das Gefühl hatte, zumindest in der Community, in der ich mich bewegt habe, wurde das auch nicht irgendwie problematisch gesehen, sondern sehr, also ich habe mich immer sehr gut angenommen bzw. begleitet gefühlt von anderen und von befreundeten Personen in dem Zusammenhang. Auch in der Community? Ja, das ist sehr schön zu hören. Vielleicht gehöre ich auch nicht so zu diesen Personen, die da irgendwie die Tendenz zu haben. Ich weiß es nicht genau. Aber ich höre, dass es so vielen Personen so geht und das finde ich dann immer so voll krass. Drum reden wir da ja auch heute drüber. Noah, wie schaut's bei dir aus? Es ist schwierig. Ich roll das mal von 2 Punkten auf. Einmal von meiner Ace-Identität und dann nochmal von meiner Gender-Identität. Also von meiner Ace-Identität hier ist, kann ich sehr leicht sagen, wann ich es rausgefunden habe, dass ich Ace bin. An meinem 30. Geburtstag. Ja, ziemlich wirklich genau an dem Tag. Mir war eigentlich so von Anfang an klar, dass ich Ace bin. Ich bin dann aber nach kurzer Zeit über ein paar Links und so, die ich gefunden habe, zum deutschen Avon-Forum gelangt und wollte da Anschluss suchen zur Community und bin da auf Menschen gestoßen, die sehr Gatekeeping sind. Und die haben mich eigentlich erst so ein bisschen Richtung Imposter gebracht, weil ich mich dann gefragt habe, ich bin ja nicht wie die, bin ich überhaupt Ace genug? Und das ging dann die erste Zeit so, bis ich nach einem Jahr gesagt habe, egal was sie sagen, ich höre damit jetzt auf, ich lese mir das nicht mehr durch, ich kaufe mir jetzt einen Ace-Ring, denn ich bin Ace und ich lasse mir das nicht sagen. Seitdem muss ich sagen, bin ich mit Ace ziemlich sicher. Andere Baustelle, die kam erst später, weil ich mit der Genderfrage erst auf Aspect Germ wirklich in Kontakt gekommen bin, war dann die Feststellung, ja, eigentlich bin ich nicht cis und ich habe mich, um ehrlich zu sein, auch eigentlich nie als weiblich gefühlt. Ich habe nur immer versucht, irgendwie, ja, mich anzupassen, aber bin ich wirklich nicht binär, bin ich wirklich trans, was bin ich eigentlich? Das hat auch irgendwie nicht so richtig gepasst und weil ich auch nicht wirklich Dysphorie habe, meinem Körper gegenüber oder so, kommen da auch heute noch Gedanken hoch, bin ich das überhaupt und welches Label habe ich? Und ich habe mir jetzt so geholfen und damit komme ich jetzt erstmal ganz gut klar und kann das Nachdenken unterdrücken. Was in dem Fall, denke ich, ganz gut ist, dass ich einfach nur sage, ich muss mich damit nicht beschäftigen, ich bin ein Mensch und es reicht und fertig. Ja, so viel dazu. Diese Frage haben wir ja nicht nur uns gerade gegenseitig gestellt, sondern die haben wir ja auch euch gestellt. Und wir haben wirklich viele Antworten bekommen und dafür nochmal recht herzlichen Dank. Das war wirklich wieder sehr schön und sehr spannend zu lesen. Und wir sind auch echt froh darüber, dass so viele geantwortet haben. Natürlich können wir nicht alle Antworten vorlesen. Das ist einfach die schiere Menge. Es ist einfach nicht möglich. Aber wir haben uns wirklich alle durchgelesen. Und da wollen wir hier auch gerne ein paar Antworten, die wir ausgewählt haben, vorlesen. Ja, dann würde ich einfach anfangen und die erste vorlesen. Sehr gern. Und zwar hat eine Person geschrieben, bin in 2 hetero gelesenen Beziehungen und habe dadurch andauernd das Gefühl, nicht queer genug zu sein. Die Person labelt sich selbst übrigens als trans, nicht binär, genderfluid und graysexuell. Und das ist auch nachvollziehbar, oder? Also ich habe das schon von mehreren Personen gehört, auch wenn es mir selber jetzt nicht so geht, dass wenn sie in
Beziehungen sind, die irgendwie hetero gelesen werden, dass das dann schwierig ist, oft wegen der Diskrepanz zwischen dem, wie es gelesen wird und dem, was empfunden wird. Ich kenne das so nur so weit, dass ich ja auch in einer queerplatonischen Beziehung bin mit einer Person, die männlich gelesen wird. Und das führt bei mir jetzt nicht zu einem queeren Imposter-Syndrom, aber durchaus zu einer höheren Dysphorie, weil es einen großen Unterschied macht, wie ich gelesen werde von anderen Menschen, wenn eine Person, die sehr männlich gelesen wird, mit mir unterwegs ist. Es ist wahrscheinlich mehr mein Gefühl, als es tatsächlich der Fall ist, teilweise in manchen Situationen, aber es für mich führt das schon zu mehr Dysphorie und ich kann mir irgendwie sehr gut vorstellen, dass das auch dazu führt, dass Menschen sich dann eben nicht queer genug fühlen. Ich kann das so nachfühlen, weil ich hatte ja auch mehrere Beziehungen und ich habe eine andere Rolle in der Beziehung gehabt. Ja. Ich wurde von außen anders wahrgenommen. Und das habe ich auch gemerkt, als ich mit meinen Partnern unterwegs war. Und die waren alle männlich gelesen. Und es hat mich oft auch in eine Rolle geworfen, die ich eigentlich gar nie hatte oder auch nicht bin. Und gerade wenn es das Gender betrifft, kann das eben dann auch noch dysphorisch wirken. Also das kann ich mir sehr gut vorstellen, ja. So ein bisschen ging es mir ähnlich. Ich hatte auch bisher zwei Beziehungen. Eine mit einer männlich gelesenen, also beziehungsweise nicht nur männlich gelesen, die Person ist halt cis-männlich und soweit ich weiß, hetero, ich kann es nicht genau sagen. Da war das noch ziemlich schwierig, weil da wusste ich ja selber nicht Bescheid und irgendwie, was von außen so dann von mir erwartet wurde oder von uns beiden und dass dann so Kritik kam, ihr verhaltet euch aber zu sehr wie Kumpels und auch von meinem Partner Menschen selber so Sachen kamen, ob ich mich nicht mal weiblicher anziehen kann und so eine Sachen, das war halt echt unangenehm. Aber in meiner zweiten Beziehung hatte ich keine Probleme, die Person ist selber queer, das war super und ich sag mal, so deutlich queer, dass von außen da überhaupt keine Ansprüche kamen von, wir sollten uns doch bitte normal, ich hoffe, ihr hört die Anführungszeichen, verhalten sollen. Also das war cool. Ja, kommen wir doch zur zweiten Antwort. Da steht, nicht genug non-binär, wenn ich phasenweise keine Dysphorie und kein Problem damit, als weiblich gelesen zu werden habe, oder wenn ich engagiert feministisch bin, nicht genug Ace und Arrow, wenn ich mir vor Augen führe, dass ich noch jung bin und dass ich das jederzeit ändern könnte, Klammer, was ich eigentlich nicht glaube und was ja auch keinen Einfluss darauf haben sollte, ob ich jetzt Arrow Ace bin, Klammer geschlossen. Was natürlich stimmt, selbst wenn sich das ändern sollte, es ist einfach egal, es geht um das Hier und Jetzt und um das, was man sich selbst definiert und nicht was andere denken oder auch diese Phasensprüche. Selbst wenn es nur eine Phase ist, dann ist es eben eine Arrow-Ace-Phase. Ja, beziehungsweise diese Sache mit keiner Dysphorie ist ja irgendwie für viele trans und also binär oder non-binär Transpersonen ein Thema. Obwohl es eigentlich so Quatsch ist. Ich meine, ja, ich empfinde Dysphorie, aber auch nicht immer gleich viel. Das schwankt ja auch mitunter. Aber auch wenn eine Person überhaupt keine Dysphorie empfinden würde oder halt phasenweise keine oder phasenweise gar keine Dysphorie empfindet, das hat ja keinen Einfluss darauf, was deren Gender-Identität ist, sag ich mal. Ja, und niemand bestimmt, ob man Dysphorie spüren muss oder nicht, um sich als trans zu definieren. Das ist einfach ein Phänomen, das viele haben, dass sie Dysphorie haben, aber eben lange nicht alle. Ja. Ja, aber ich kann es ein bisschen nachvollziehen, weil es wirkt immer so nach außen, als wäre jemand, der keine Dysphorie empfindet, ja, nicht genug. Aber das ist natürlich Quatsch. Eigentlich sollte man froh darüber sein, wenn man das nicht hat. Ja, aber wie gesagt, mir geht es ja teilweise oder ging es teilweise auch so. Inzwischen muss ich sagen, mache ich mir einfach keine Gedanken mehr darüber. Ich bin einfach die Person, die ich bin und das ist gut, wie es ist. Ich würde gerne noch was zum feministischen Engagement sagen und zum Arrow Ace sein, weil das ist ja schon auch ein Thema, das ich immer wieder gehört habe und auch so ein Thema, das sich ja viele Aces oft auch
ausgeschlossen fühlen, ein Stück weit in feministischen Kreisen oder nicht wirklich zugehörig oder ein bisschen entfremdet, weil es halt auch sehr viel um sexuelle Befreiung geht und so Sachen und sexuelle weibliche Lust auch. Und dann, also natürlich haben viele Personen auf dem asexuellen Spektrum auch Sex. Viele auch einfach nicht oder manche Personen sind einfach auch sex repulsed und sex indifferent und da habe ich dann auch Verständnis dafür, dass man sich ein bisschen entfremdet fühlt von manchen Aspekten in feministischen Kreisen. Ja, also zu dem, was du eben gesagt hast, das ist ja bei feministischen Kreisen immer besonders um die Befreiung der Sexualität geht, aber ist es nicht auch, also das verstehe ich auch immer nicht, warum das dann so ein Argument ist, weil ich meine, ist es nicht auch Befreiung, wenn ich sagen kann, nein, ich möchte nicht? Ja, natürlich, das sollte es sein. Ja, aber kommt oft nicht so rüber. Aber eigentlich ist es genau das auch. Dann würde ich vorschlagen, wenn wir jetzt nichts weiter zu dem Thema haben, dann würde ich jetzt dann doch die Antwort vorlesen, wenn ihr möchtet. Ja, bitte. Bei meinem ersten CSD, ich habe mich weder bunt noch auffallend gekleidet noch passende Flagge gezeigt, sondern mich eher im Hintergrund gehalten. Als echter, hier in Anführungszeichen geschrieben, queerer Mensch hätte ich mich doch zeigen müssen, oder nicht? Da würde ich auch gleich was zu sagen. Nein, würde ich gar nicht mal sagen, du hast dich doch gezeigt, du warst dabei. Und ich muss ganz ehrlich sagen, war für mich am Anfang auch schwer. Das erste Mal, wo ich mir eine Ace-Flagge gekauft habe, da bin ich auch in normalen Klamotten hingegangen. Und habe erst, als ich andere Aces gesehen habe, meine Flagge rausgeholt. Aber ja, ich kann das verstehen, dass man es vielleicht nicht gleich zeigen will. Ja. Also ich sage nochmal was anderes. Ich war auf meinem ersten CSD in meinem Auslandsjahr, weit weg von daheim, ohne irgendeine Flagge, ohne irgendetwas. Ich habe mit keinem Menschen geredet. Ich war absolut anonym dort. Ich habe irgendwo einen einzigen Flyer mitgehen lassen. Und das war für mich auch voll wichtig, weil es einfach dieses für mich zu dem Zeitpunkt auch total wichtig war, sagen zu können, ich kann wieder gehen und wir vergessen diesen Tag und es ist nie geschehen. Habe ich nicht gemacht im Endeffekt, aber in der Situation, in der ich zu dem Zeitpunkt war und in diesem Gefühl zwischen zwei Welten zu sein eigentlich für mich, war diese Anonymität extrem wichtig. Ich war auch nicht stolz, ich habe nicht gefeiert an dem Tag, aber es war trotzdem mein erster CSD und es war trotzdem ein total wichtiges Ereignis und ein total wichtiger Schritt. Und ich bin nicht weniger queer dadurch, aber es war einfach mein Weg und es war auch wichtig, da erst einmal einfach zwischen den Menschen anonym einfach hindurchschwimmen zu können und einfach wahrzunehmen, wie die Community um mich herum ist, ohne selbst direkt das mitfühlen zu müssen oder Flagge zeigen zu müssen. Ja, genau. Und ich muss auch sagen, ein CSD, wo alle feiern und wirklich auffallen, ist vielleicht auch so ziemlich die schwierigste Hürde, gerade wenn man nicht out ist oder sich noch nie damit auseinandergesetzt hat. Es ändert ja sowieso gar nichts, wenn man scheu ist oder sich im Hintergrund hält, ob man jetzt da queer ist oder nicht. Also für mich war es eine viel größere Hürde, da mich auffällig zu kleiden, als zum Beispiel zu einem Gruppentreffen zu gehen, wo man eben einfach geht, wie man ist und einfach ein, zwei Leute kennenlernt und nicht gerade irgendwie 20.000 Leute sieht. Total. Eine Antwort haben wir noch von einer Grey Ace Aro-Person, die würde ich auch noch gern vorlesen. Ja, während ich im Questioning zu meiner Ace-Identität war, das hat sich über Jahre gezogen und ich habe immer wieder gemerkt, dass ich nicht komplett asexuell bin und habe mich immer wieder eher als Allo bezeichnet. Erst mit viel Rückversicherung durch die Community und viel eigener Geduld konnte ich dann trotz viel Disidentification mit Mainstream-Ace-Erzählungen zu meiner Identität auf dem asexuellen Spektrum finden. Das mit der Disidentification finde ich schon nachvollziehbar, ja. Grey-Ace-Erzählungen sind irgendwie nicht so präsent in vielen Fällen. Ich kenne das ein bisschen zwar von der anderen Seite, weil ich ja Demi Aro bin,
Ja, das ist manchmal auch wirklich schwierig, wenn man sich irgendwie in beiden Welten befindet, aber nicht so hundertprozentig. Ja, kann ich schon nachvollziehen. Ja, beziehungsweise ich hatte mich halt zuerst als Ace identifiziert und da gab es auch viele andere Einflüsse drauf, aber wahrscheinlich ist halt Spekulation, hätte ich das den Weg unter Anführungszeichen auch ein bisschen schneller gefunden oder schneller drüber nachgedacht, wenn ich mehr Erzählungen gehabt hätte oder verfügbar gehabt hätte, gehört hätte, gelesen hätte, die nicht total Ace sind. Ja, damit sind wir eigentlich schon mitten in der nächsten Frage. Und zwar geht es darum, woher kommen deine Gefühle und Zweifel am wirklich queer genug sein oder ace genug sein? Warum denkst du, hat diese Situation bei dir solche Impostergefühle geweckt? Finn, magst du da mal Antworten vorlesen? Ich würde erstmal die erste Antwort vorlesen, die ist auch sehr lang. Und zwar hat uns eine Person mitgeteilt, das ist zum einen sicher in meiner vor allem familiengeschichtlichen Erfahrung begründet, nie gut genug zu sein und nie irgendwo wirklich dazuzugehören, egal wie sehr ich mich anpasse oder anstrenge. Zum anderen habe ich mich ja wirklich mehr oder weniger bewusst verstellt und habe heterosexuelle Frau gespielt, in der Hoffnung, irgendwann wirklich so zu sein, wie ich dachte, dass alle anderen sind. Ich war also ein realer Imposter. Außerdem habe ich bisher sehr viel Kraft darauf verwendet, mich ständig gegen die Erwartungen zu wehren, wie ich angeblich bin oder wie ich zu sein habe, die vor allem von Verwandten, aber auch ehemaligen Partnern und Bekannten auf mich projiziert und an mich gestellt wurden, was meine selbstbestimmte Identitätsbildung massiv verzögert und gehemmt hat. Vor allem, wenn es mir schlecht geht, fällt es mir manchmal schwer, zwischen meinen eigenen und fremden Erwartungen und Wünschen zu trennen. Was seit meinem Coming Out als Ace immer wieder Zweifel weckt, sind beispielsweise Strömungen innerhalb der Ace-Community, die durch enge Auslegung der Definition alles in Frage stellen, was sich nicht exakt in diese Kategorie pressen lässt, was vollkommen an der Wirklichkeit vorbeigeht und Dinge wie sozialen Druck oder kulturelle Kontexte völlig außer Acht lässt. Zweifel daran, queer genug zu sein, habe ich nur selten, weil ich jedes Mal, wenn ich mich in einem weitgehend von Cis-Hets dominierten Umfeld bewege, merke, wie stark ich von der cis-heterosexuellen Norm abweiche. Das ist ja mal eine ganze Menge, oder? Ja. Und auch ein Thema, das ich, oder eigentlich zwei Themen, das eine die gesellschaftlichen Erwartungen und Normen, die ja ständig uns an uns herantragen, ja, entspricht bitte dieser cis-heteronormativen, allonormativen Norm-Vorstellung, sehr viel Norm gerade. Ja, wobei ich mich immer frage, passt überhaupt irgendjemand in diese Norm? Also wahrscheinlich schon irgendjemand. Also ich persönlich glaube nicht, dass irgendjemand zu 100% an allen Ecken und Kanten einer Norm entspricht. Gerade in Bereichen wie Gender und Sexualität. Das sind ja zutiefst persönliche Bereiche und ich glaube auch, dass unter heterosexuellen Personen und Cis-Personen innerhalb der Gruppe so viele Abweichungen bestehen, über die aber vielleicht auch gar nicht so viel geredet wird. Weiß ich nicht genau. Aber mich würde schon sehr wundern, wenn diese Leute alle derselben Normen sprechen würden. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Das sind halt Kategorisierungen, die immer eher grob sind, wie alle Kategorisierungen, denke ich. Weil Menschen halt nicht dafür gemacht sind, in Kategorien und Boxen zu passen und Erfahrungen so divers sind. Nichtsdestotrotz haben diese Erwartungen halt einen großen Einfluss, ja, wenn es eine dominante Erwartungshaltung gibt, die nicht direkt in Frage gestellt wird oder die halt weitergegeben wird. Ich habe da vielleicht ein Beispiel für. Ich habe mich mal mit einer Person, die jetzt, ja, eigentlich bezeichnet sie sich selber nicht, aber also
Sie sagt einfach, sie ist männlich, weil das wird ihr von der Gesellschaft gesagt. Aber was dieses männlich sein soll, weiß die Person nicht. Aber sie ist halt männlich und ja, war mal interessant, da hat man uns drüber unterhalten, weil die Person so immer, ich sag mal, von außen betrachtet recht cis-männlich rüberkommt. Die Person aber selber gesagt hat, sie hat eigentlich keine Ahnung, was das sein soll. Sie ist einfach, wie sie ist. Und gut, ja, aber hat auch keine Lust, sich mit Gendern zu beschäftigen. Das ist das eine, sind halt diese gesellschaftlichen Erwartungen, die oft halt auch dann sehr vereinfacht daherkommen und die sicher auch, also ich schätze, dass auch cis-hetero-Personen mit Gender-Erwartungen und Erwartungen im Bereich Sexualität oft zu kämpfen haben oder ihre Schwierigkeiten haben oder auch herausfinden müssen, wer sie dort sind, eben weil sie dem nicht entsprechen. Das zweite Thema, das da angesprochen wurde in der Antwort, ist ja das, was von innerhalb der Community kommt, also eigentlich Gatekeeping, wo gesagt wird, nur bestimmte Personen, die genau XY sind und die genau dem und dem entsprechen, gehören in die Community. Also entweder jetzt in die queere Community oder sind wirklich Ace oder sind wirklich, keine Ahnung, homosexuell oder sind wirklich Aro. Was ja auch ein Problem ist, weil es quasi Leute aus den Communities hinausschiebt und verbietet, Begriffe für sich zu verwenden oder eben das versucht. Was halt auch dazu führt, dann hattest du ja vorher auch erzählt, Noah, dass du dich gefragt hast, dann bin ich wirklich Ace. Ja, war zum Beispiel dieser Kommentar, wer schon mal Sex hatte, der kann ja nicht Ace sein. Ich hatte es in meiner ersten Beziehung, aber ehrlich gesagt auch nur, weil ich dachte, man muss das machen. Das sind halt diese ganz klaren Narrative und Bilder und ich frage mich manchmal, warum Leute auf diese Idee kommen, dass es notwendig ist zu sagen, nur bestimmte Personen sind wirklich Ace oder sind wirklich Aro oder sind wirklich schwul, lesbisch, trans. Und manchmal habe ich das Gefühl, das hat was damit zu tun, dass man von außen akzeptiert werden will und sich dann denkt, ja, die anderen Sachen sind zu kompliziert, die lassen uns schlecht aussehen oder nicht glaubwürdig wirken oder so. Oder dass man das Bedürfnis hat, in einer Community, wenn man endlich eine gefunden hat, eine möglichst homogene und verstandene Masse zu haben. Ich weiß es nicht. Das ist was für mich irgendwie ein bisschen schwierig zu verstehen ist, weil ich Menschen als so vielfältig sehe und Kategorien einfach als grobe Einteilungen und Begriffe, die helfen, Dinge zu formulieren, dass ich irgendwie nicht verstehe, wie man sich hinstellen kann und sagen kann, ja, du darfst dieses Label nicht verwenden oder sollst dieses Label nicht verwenden, weil sonst, keine Ahnung. Ja, vor allem bei so eher kleineren Communities oder die erst im Aufbau sind, wo man jetzt irgendwie das Aceback dazu zählen kann wahrscheinlich, denke ich, dass es wirklich ein wichtiger Faktor ist, der Punkt Glaubwürdigkeit und dass man deshalb auch Mühe hat, zu zeigen, dass es fließend ist, weil man zuerst einen eindeutigen Standpunkt setzen muss oder das Gefühl hat, dass man das tun muss. Ich meine, es wäre auch ein eindeutiger Standpunkt, dass alles sehr offen und fließend ist. Aber irgendwie sind wir immer noch gewohnt, dass alles, was polarisiert, auch sehr klare Grenzen hat, immer. Und das ist hier einfach nicht so. Bei Labels, Menschen und was auch immer, da gibt es nie klare Grenzen. Eben, also so einfach ist es halt dann auch einfach nicht und ich finde, es vereinfacht immer sehr stark und es vergisst dann so, wie Menschen wirklich sind, weil Menschen sind halt am Ende nicht 100% X oder 100% Y oder schwarz-weiß oder dafür gemacht eben, dass sie irgendeine Definition komplett ausfüllen oder so, sondern es gibt immer Spektren und Graubereiche überall. Ob jetzt in der queeren Community oder außerhalb oder sonst oder in ganz anderen Bereichen. Ja, und die nächste Antwort, die geht auch genau in diese Richtung. Ist okay, wenn ich die jetzt vorlese? Ja, klar. Okay, das ist, bei Erasure ist definitiv etwas, das ich leider auch innerhalb der queer Community erlebt habe. Das haben Außenstehende zum Beispiel besser hinnehmen können. Wobei es auch da grenzüberschreitende Annahmen gab.
Vor allem bezüglich meiner Ace-Identität wird mir oft innerhalb und außerhalb der LGBTQ+-Communities nahegelegt, dass dies nicht normal sei und medizinische Probleme, also körperliche und oder psychische Ursachen für den mangelnden Sexualtrieb, der nicht vorhandenen sexuellen Attraktion und so weiter, dahinter stecken können. Oder sogar eine sexuelle Gewalterfahrung in der Kindheit. Es ist jedes Mal sehr verletzend, wenn andere mich als Ace pathologisieren bzw. alles auf Traumata zurückführen. Ja, und da wird eben das auch mit dem Bisexuellen, dass das oft in der Community übersehen wird, sagen wir mal. Also ja, das ist eben immer so eine Diskussion. Ich denke auch ähnlich mit Ace-Identität oft, eben dass da ist man in den fließenden Grenzen mittendrin zwischen eben Homosexualität und Heterosexualität gefühlt und dass es dann wieder nicht alle Queers vielleicht queer genug finden oder dann denken, ja, die können ja auch mit dem anderen Geschlecht, weshalb haben die dann den Anspruch, dass sie dazugehören und so weiter. Also es gibt diverses, was echt schade ist. Ja, auch Vorurteile gegenüber bisexuellen Personen und bisexuelle Personen in einer Beziehung, da ist ja oft die Bisexualität auch unsichtbar, so wie eben für Ace-Personen oder Ace-Back-Personen in einer Beziehung. Ja, sogar ohne Beziehung. Ja, natürlich. Aber weil Menschen auch einer Beziehung jetzt nicht ansehen, dass sie, keine Ahnung, dass wenn eine Bi-Person in einer heterogelesenen Beziehung ist zum Beispiel, sieht man das ja von außen nicht, dass die Person Bi ist. Genauso wie man das bei einer Ace-Person nicht sehen würde oder bei einer Person, die auf dem aromantischen Spektrum ist, man nicht sehen würde, dass diese Person Aro ist von außen. Diese Unsichtbarkeit und das natürlich dieses Zurückführen von Asexualität auf irgendwelche Traumata oder Krankheiten, medizinische Probleme, das ist ja auch so ein Thema, wo einfach das ganze Label pathologisiert wird oder der ganze Bereich pathologisiert wird, weil man müsse ja einen entsprechenden Sexualtrieb haben. Ist ja auch verständlich, dass da dann Zweifel auch aufkommen können. Ja, definitiv. Ja, also auch das mit den Traumata ist zwar eine Sache. Also ja, es gibt Aces, die haben Traumata erlebt oder Gewalterfahrung in der Kindheit. Ja, es gibt Aces, die hatten das nicht. Ja, es gibt solche, die hatten Gewalterfahrung und sind nicht asexuell oder aromantisch oder was auch immer. Und selbst wenn ein Traumata dazu geführt hätte, wäre es egal. Man kann trotzdem Ace sein. Auch wenn das irgendwie dazu geführt hat, dass man eine bestimmte Haltung entwickelt hat. Es ist einfach schlichtweg egal. Ja, wobei die meisten Personen, die ich kenne, die irgendwie, was jetzt nicht heißt, dass ich es von allen Personen weiß, die ich kenne, aber die Personen, von denen ich weiß, dass sie sexuelle Gewalterfahrungen gemacht haben in ihrer Kindheit und Jugend, die sind eigentlich allesamt nicht auf dem Ace-Back. Ja, bei mir genauso. Die ich kenne, sind es auch nicht. Ja. Eine Antwort haben wir noch. Noah, magst du die vorlesen? Ja, gerne. Die Person hat geschrieben, vor allem wenn es um Nicht-Binarität geht, wird ein ganz bestimmter Look immer gepusht und sehr stark in den Medien dargestellt. Der Twinkie-Afab, androgyne, kurze Haare, zu großen Männerklamotten-Look. Obwohl ich theoretisch weiß, dass ich nicht so aussehen muss, um als nicht-binär wahrgenommen und respektiert zu werden, habe ich trotzdem oft Selbstzweifel, weil ich eben auch so aussehe. Auch wegen einiger invalidierender Kommentare in meiner Jugend und während meiner ersten Coming-Outs habe ich mich sehr verunsichert. Ich möchte vielleicht noch sagen, das hier wurde von einer genderqueer, bi- und nicht-binären Person geschrieben. Ja, das ist auch wieder, also es geht wieder in Richtung Erwartungen. Aber dass die Medien nochmal angesprochen werden, möchte ich herausheben, weil die Medien ja auch, oder die Darstellung von Personen mit bestimmten Identitäten in den Medien ja auch zu einem gewissen gesellschaftlichen Bild führen. Und dann oft bestimmte Narrative bzw. Stereotypen, zum Beispiel Aussehen und Verhalten,
gezeigt wird und immer wieder gezeigt wird, dass ich vielleicht das Gefühl habe, ja, wenn ich, keine Ahnung, nicht binär bin, dann muss ich so aussehen oder dann muss das so sein, obwohl ich das vielleicht auch gar nicht will. Da gibt es ja auch diese zum Beispiel Stereotypen wie, ja, alle, keine Ahnung, Lesben sehen so aus oder alle schwulen Männer verhalten sich so und so, was ja dann auch dazu führen kann, wenn eine Person sich überhaupt nicht so verhält oder überhaupt nicht so fühlt oder überhaupt nicht so geben möchte, dass sie sich fragt, ja, bin ich das dann wirklich oder gehöre ich da wirklich dazu? Das ist vielleicht auch ein Punkt bei mir. Ich zum Beispiel, ich weiß nicht, ob man die Haare schon als richtig lang bezeichnen sollte, aber ich habe längere Haare. Und ich mag meine längeren Haare. Ich möchte die auch gerne behalten, aber ich habe manchmal so das Gefühl, ich kann gar nicht, ich sag mal, nicht binär, trans oder irgendwas in die Richtung sein, weil ich als weiblich gelesene Person längere Haare habe. Gut, klamottentechnisch habe ich das jetzt nicht, weil ich trage sehr gerne Männerklamotten. Auch gerne weiter. Aber mit den Haaren, das ist so ein Punkt. Aber ich möchte meine Haare behalten. Ich mag die. Deine Haare kannst du ja auch voll behalten. Also ich meine, mich machen, wenn ich lange Haare habe, macht mich das dysphorisch. Das steigert meine Dysphorie, also lasse ich das lieber. Aber klar, wenn jemand damit kein Problem hat oder gerade mit seinen Haaren kein Problem hat oder auch mit anderen Dingen kein Problem hat, dann soll die Person das doch auch bitte so tragen dürfen. Und es ja auch, wenn wir vielleicht zu kurz zum Aceback gehen, es gibt ja auch ganz bestimmte Aceback-Stereotypen vielleicht, oder wo es dann heißt, ja, wenn du dich zu sexy kleidest, kannst du ja nicht Ace sein und du bist doch zu hübsch, um Ace zu sein oder so. Was ja auch absoluter Quatsch ist, oder Ace oder Aro zu sein, was ja absolut schwachsinnig ist, weil, wieso? Ja, so ein Kommentar kenne ich. Ich hatte auch mal gesagt, so schlecht siehst du doch gar nicht aus, dass du dich Ace bezeichnen musst. Ja. Danke. Total. Ja, genau. So hässlich bist du doch gar nicht. Das gibt's auch in dem Ace-Bullshit-Bingo. Ja, ja. Ich kannte es da leider noch nicht. Ich meine, ich fände es so wichtig, dass einfach in den Medien, aber auch gesellschaftlich, aber auch in den Communities unterschiedliche Narrative mehr sichtbar werden. Einfach weil Menschen sich ja dann nicht an ein genaues Narrativ irgendwie halten müssen und sich dann vielleicht weniger so fühlen, als würden sie dem nicht genügen. Oder an die Variationen von einem einzigen Narrativ. Und da finde ich ganz viele unterschiedliche Sachen, fände ich so schön und wichtig zu sehen. Wovon wir jetzt noch gar nicht so gesprochen haben, ist nur eine Kleinigkeit, die ich vielleicht noch erwähnen würde, was vielleicht auch helfen könnte oder auch dazu führt, dass Menschen vielleicht eher ein queeres Imposter-Syndrom haben, ist, dass in manchen Fällen einfach auch Bezugspersonen fehlen. Also einfach Personen, zu denen aufgesehen werden kann, wo ich als, keine Ahnung, als Aro-Person, eine ältere Aro-Person um Rat fragen kann oder sehen kann, wie lebt diese Person denn ihr Aro-Sein. Also echte Personen, jetzt nicht irgendwie medial dargestellte Figuren oder so, aber einfach Personen, die älter sind als ich oder vielleicht schon in einem anderen Lebensabschnitt oder weiter, dass ich mir vielleicht vorstellen kann, wie könnte mein Leben dann sein? In, keine Ahnung, 10, 20 Jahren oder so. Und ich kenne tatsächlich ich kenne schon einige ältere Aspects inzwischen, aber war gar nicht so einfach, um ehrlich zu sein, die kennenzulernen. Ja, bei uns im Aero Ace Spektrum Schweiz im Treffen, da gibt es immer mal wieder so ältere Leute und das auch echt schön. Also ich finde das toll. Weil, ja, einfach auch das zu sehen und auch eben mit diesen zu sprechen, weil die haben ja ganz andere Lebenserfahrungen gemacht und oftmals haben sie es dann auch zufällig gefunden. Und ja, und je nach Alter ist irgendwie, wir kommunizieren über WhatsApp, ist das vielleicht auch nicht unbedingt das Tool, das die verwenden. Auch irgendwie unsere Internet-Community, Discord, ist vielleicht nicht das Passende und das macht es ja schwieriger, solche Leute zu treffen. Tatsächlich, ich glaube, über die Homepage erreichen wir so einige, wo man dann auch sich einfach kurz da im Kontaktformular anmelden kann für ein Treffen und so.
Oder was auch so ein Ding ist, ich kenne eine ältere Ace-Person, die ist alloromantisch Ace, soweit ich weiß, hat durch mich mehr oder weniger das Wort Asexualität kennengelernt. Die ist über 60 und wir haben uns da auch sehr gut unterhalten. Abgesehen davon, dass ich es traurig finde, dass man über 60 werden muss, um das Wort Asexualität zu, also ich meine, nicht nur zu kennen, sondern auch zu checken, es ist eine, da gibt es eine Community und so, und das ist ein Ding. Die meinte dann auch, ja, sie hat jetzt ja schon eine Community sich selber gebaut, auch wenn das, also aus unterschiedlichen Leuten, und dass viele Leute ja auch andere Communities dann auch haben und schon haben, abgesehen von ihrer Identität, führt vielleicht auch dazu, dass es manchmal weniger ältere Personen in den queeren Community-Räumen gibt, teilweise. Ja. Bevor wir jetzt weitermachen und uns über die Folgen von queeren Imposter-Syndrom austauschen, möchte ich nochmal kurz zum Gatekeeping zurückkommen. Und zwar haben wir euch in der Umfrage ja auch gefragt, ob ihr eben schon Erfahrungen mit Gatekeeping gemacht habt, dass andere Leute euch gesagt haben, dass ihr nicht queer genug seid, um ein Label zu verwenden. Und glücklicherweise haben wir auch einige Antworten bekommen, dass Leute das noch nicht erlebt haben. Aber von denen, die das schon erlebt haben, möchten wir euch jetzt noch ein paar Antworten vorlesen. Die erste Antwort hier wäre: Da ich meine Label nicht in der Öffentlichkeit verwende, nicht. Ich bekomme aber oft mit, dass Ace oft nicht als queer gesehen werden, weil es nicht auffällig ist, in Gänsefüßen, und man, nochmals Gänsefüßen, nicht diskriminiert wird, solange man zum Beispiel gleichzeitig cis- und heteroromantisch wäre. Das ist etwas, was man öfters jetzt hört in der Ace-Community, denke ich. Also ich habe auch oft so gedacht. Mache ich nicht mehr, aber habe ich oft. Ja, das ist ja auch was, was ich mitkriege, was ja auch, was aber auch Quatsch ist, weil es ja beim Queersein nicht nur um Diskriminierung geht, abgesehen davon, dass Asexualität in vielen Fällen sehr wohl diskriminiert wird, aber das ist eine andere, das will ich jetzt nicht aufrollen, aber halt schon einer cis-hetero-allonormativen Norm widerspricht. In dem Fall einer allonormativen Norm widerspricht auch. Außerdem sind wir ja nicht bei irgendeinem Wettbewerb, wer am meisten diskriminiert wird. Das sollte ja keine Voraussetzung sein, queer zu sein. Ja, und auch nicht, dass es auffällig ist. Also. Ja. Ja. Ich würde einfach mal die nächste Antwort vorlesen, wenn ihr mögt. Und zwar hat die Person geschrieben: Das ist mir schon mehrmals passiert. Bi- und Transphobie ist immer noch sehr häufig in und außerhalb der Community. Viele Leute sind auch immer noch sehr skeptisch gegenüber nicht-binären Geschlechtsidentitäten. Vor allem wegen meiner Sexualität und den Menschen, die ich date, habe ich oft Gatekeeping innerhalb der Community erfahren. Vielleicht hier erwähnt, weil die Person das ja gerade sagt, Sexualität, die Person sieht sich als genderqueer, bi- und nicht-binär. Ja, voll. Also ja, Transphobie oder Transfeindlichkeit, sag ich mal, existiert halt auch in der Community. Es ist halt so, dass weil eine Person auf irgendeine Art und Weise queer ist, ist die Person ja nicht automatisch total versiert oder educated, was andere queere Themen angeht, leider. Sondern man muss sich immer weiterbilden. Und auch Bisexualität, also bei Erasure, ja, haben wir auch schon drüber gesprochen. Ja, die nächste Antwort geht auch in eine solche Richtung. Ja, ich bin sex-favorable und mir wurde auf dem deutschen Avon-Forum gesagt, normalerweise unterscheidet sich das Verhalten von Menschen, die queer sind, von dem heterosexueller Menschen, wenn es keinen äußeren Druck gibt, sich gleich zu verhalten. Schwule Menschen haben nicht einfach Sex mit Frauen, haben Spaß daran, wenn sie von der Gesellschaft nicht dazu genötigt werden. Du kannst also nicht asexuell sein, wenn du Spaß an Sex hast. Vielleicht verleugnest du ja deine Sexualität vor dir. Irgendwas kann doch da nicht stimmen. Ein Freund nach einem Outing als asexuell meinte, vielleicht stehst du ja auf fast alle Menschen und du hast es einfach noch nicht verstanden.
voll krass. Da also, fehlen mir die Worte. Mhm. Ja, ich meine, das ist, geht ein bisschen. Du hattest das Avon-Forum, das deutschsprachige, schon angesprochen vorher, Noah. Ich habe leider auch keine guten Erfahrungen gemacht. Dass da sehr, sag mal, weirde Vorstellungen im Umlauf sind. Ich meine, es gibt unterschiedliche Gründe, Sex zu haben. Kinder ist nur einer davon, wenn man welche möchte. Oder auch eben, dass nicht alle Personen auf dem asexuellen Spektrum einen Partner oder einen Partnermenschen haben, der die X auch auf dem asexuellen Spektrum ist. Es gibt auch allosexuelle Partnermenschen für Aspec-Personen. Ja. Selber mit Aromantik. Und weil es die Person da auch beschrieben hat, natürlich kann man Spaß am Sex haben und asexuell sein, weil dann wäre es der Punkt der Anziehung. Genau. Ne? Und der Satz von der befreundeten Person als dem Freund, ja, sowieso. Nein, einfach nein. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob wir es erwähnt haben, aber ich würde es gerne am Rande noch erwähnen. Glücklicherweise haben hier auch nicht alle Leute darauf geantwortet, dass sie das schon mal erlebt haben, also Gatekeeping. Jetzt wollen wir uns noch mit den Folgen vom queeren Imposter-Syndrom beschäftigen. Ja, also eine der Folgen, die das queere Imposter-Syndrom natürlich hat, ist, dass es auch den Zugang zur Community erschwert für viele Leute. Also wenn ich mich nicht ace, queer, lesbisch, bi, trans genug fühle, dann traue ich mich vielleicht auch nicht, Kontakt aufzunehmen zu Personen, die ähnlich fühlen, weil ich einfach den Zugang zur Community nicht habe. Ja, das kann auch so weit führen, dass man dann psychische Probleme entwickelt. Also gerade wenn man den Zugang nicht hat, dass man einsam wird und sich isoliert oder dass man Depressionen kriegt. Also es ist sicher nicht stärkend für das Selbstbewusstsein. Ja, dass ich mir vielleicht denke, ja, wenn ich nicht ace bin, weil ich mich nicht für ace genug halte oder nicht ace genug fühle oder nicht aro genug, dass ich mir dann denke, ja, vielleicht stimmt vielleicht trotzdem einfach was mit mir nicht und so Sachen. Das führt ja dann vielleicht wieder dazu, dass eben Minderwertigkeitsgefühle steigen, wenn die vielleicht schon vorhanden waren oder auch erst entstehen und allgemein die Unsicherheit zunimmt. Das füttert dann natürlich jegliche psychischen Probleme, die eh schon da sind oder sich entwickeln. Ja, genau, das kann auch so weit führen, dass man die Community ablehnt. Also in Form von, man findet sie jetzt einfach doof, weil man ja nicht dazugehören kann zum Beispiel. Da kenne ich auch ein paar Personen, die zum Beispiel sagen, ja, sie werden sich nie wieder als queer bezeichnen können oder nie wieder als dieses Label bezeichnen können oder sowas, weil sie einfach so schlechte Erfahrungen mit der Community gemacht haben, dass sie da dann auch nicht mehr dazugehören wollen. Und das finde ich dann auch sehr verständlich. Und gleichzeitig, wenn ich keinen Zugang zur Community habe oder vielleicht denke, ja, vielleicht ist doch was mit mir nicht richtig oder so, dass es dann auch schwieriger ist, gegen Diskriminierung anzugehen und aufzuzeigen, wenn wirklich etwas nicht gut läuft oder wenn Benachteiligung besteht für die eigene Identität oder so. Ja, und schlussendlich, wenn man immer nur dieselben Leute in der Community hat und eben alle Zweifelnden da sich selber ausschließen oder ausgeschlossen werden von der Community, führt das zu Homogenisierung der Communities. Also sie wird einfältig. Dann hast du eben dieses eine Narrativ noch stärker, als wir es jetzt haben. Und dann hast du nur die Leute dort und dann bist du so ein bisschen im Extremfall, sitzt du dann in deiner Echo Chamber und es kommt eh nur das zurück. Und es gibt nur dieses eine Bild. Aber dann wird halt auch im schlimmsten Fall, also es ist im ganz schlimmsten Fall, das haben wir ja hoffentlich nicht, wird dann vielleicht auch nicht mehr selber kritisch reflektiert und hinterfragt. Ja, dann kommen wir zu einem anderen Thema oder etwas anderen Thema, und zwar zu einer Frage, die ich mir schon ein bisschen länger oder jetzt in den letzten Monaten einfach vermehrt stelle. Bisschen provokant formuliert, aber JJ Noah, was denkt ihr? Hat unsere Community, also die Aceback-Community, ein Imposter-Syndrom?
Also ich denke, vielleicht nicht die ganze Community, aber so je nach Sparte, wo man gerade drin ist, auch in Foren, denke ich schon, dass da eins vorhanden ist. Aber eben die Community ist aus Individuen und ich denke, sicher nicht alle. Und also für mich ist es nicht die ganze Community, die ein Imposter-Syndrom hat. Ich sehe das so ähnlich wie JJ. Also ich würde auch nicht sagen, dass es die ganze ist, aber in Teilen habe ich manchmal schon das Gefühl, dass da was vorhanden sein könnte. Also ich meine, die Frage ist natürlich absichtlich ein bisschen provokant formuliert und so über einen Kamm scheren würde ich uns jetzt alle auch nicht. Aber ein bisschen, wieso ich darauf komme, das hat für mich mehrere Punkte. Da ist für mich ein Punkt halt dieser Streit um die Definition oder die Diskussion um die Definition von Aromantik bzw. Asexualität. Da gab es ja die Definition, dass Asexualität bedeutet, dass eine Person keine sexuelle Anziehung und oder kein Verlangen nach sexueller Interaktion empfindet. Und da ging es ja darum, dass diese Definition von keine sexuelle Anziehung auf keine oder kaum sexuelle Anziehung geändert wird. Da gab es ja gerade in der englischsprachigen Community auch eine echt große Diskussion, nur darüber, dass man dann eine Definition hat, die ein ganzes Spektrum abbildet, also ein größeres Spektrum abbildet und nicht nur eine einzelne Sache. Ich bin froh, dass das bei uns irgendwie weniger kontrovers war und inzwischen hat ja seit neuestem Aktivist ja die Definition nochmal angepasst, dass jetzt auch noch der Satz dasteht, dass eine Person auch asexuell ist, wenn sie es aus einem anderen Grund oder aus anderen Gründen hilfreich findet, sich als asexuell zu bezeichnen. Das finde ich eigentlich schon auch sehr gut, weil das auch zeigt, dass Asexualität ein Begriff ist, der einfach von Menschen verwendet werden kann, die sich einem asexuellen Erleben näher fühlen als einem allosexuellen Erleben. Und dasselbe mit Aromantik. Aber bei Aromantik habe ich bislang das Gefühl, dass das viel weniger kontrovers ist. Was denkt ihr? Ja, also meine Kenntnisse über das aromantische Spektrum sind da begrenzt. Ich finde oder empfinden es aus anderen Gründen hilfreich, sich als asexuell zu bezeichnen. Ich habe ein bisschen Mühe mit dem Ausdruck, weil es einfach so ein bisschen unklar ist, was aus anderen Gründen meint. Aber ich denke, eine, ich nenne es mal, provokativ schwammige Definition ist vielleicht nicht schlecht, weil es ein viel größeres Spektrum abdeckt. Ich verstehe es halt wirklich so, dass es darum geht, dass eine Person denkt, dass ihre Erfahrung mit Asexualität am besten beschrieben ist, egal was genau diese Erfahrung ist, oder besser mit Asexualität beschrieben ist als mit Allosexualität. Aber ja, ich sehe, was du meinst. Ja, ja. Ich verstehe auch, was du sagst und da stimme ich zu, aber eben aus anderen Gründen. Voll. Für mich eben ja ein bisschen unklar, aber ich mag es rational und klar und logisch. Und ja. Verstehe. Sehr gut. Nein, ich bin auch echt froh, dass das in der deutschen Community nicht so ein Problem ist, oder? Ja. Also definitiv. Ich habe auch nie das Gefühl gehabt, dass es irgendwie... Also bei uns hat auch schon die Definition geändert und das Thema war nie, wie können wir möglichst exklusiv sein, sondern wie können wir so formulieren, dass wir möglichst viele Leute einschließen, die auch eingeschlossen werden sollen und wollen. Ja. Und das finde ich eigentlich sehr positiv. Du redest gerade von der Schweizer Community, oder? Ja. Ja. Obwohl ich war da nicht dabei, deshalb weiß ich nicht genau, was da passiert ist. Okay. Ja, der zweite Punkt, den ich da so ein bisschen habe, ich hatte das in einer der Geschichte-Folgen angesprochen, dass ich das Gefühl habe, dass dieser Ace-Diskurs eine extrem große Auswirkung auf unsere Community hatte und das halt immer noch sehr, immer wieder, auch wenn das in queeren Spaces vielleicht schon viel weniger diskutiert ist und für mich gefühlt sehr klar ist an vielen Orten inzwischen oder immer klarer wird, dass Aspects auch queer sind. Selbst Aspect-Personen, die noch nie schlechte Erfahrungen gemacht haben mit queeren Communities, trotzdem, dass da trotzdem diese Sorge und präsent ist, dass Aspects als nicht queer wahrgenommen werden, einfach weil das in der Community so ein großes Ding und so ein großes Thema war zu einem gewissen Zeitpunkt. Selbst
bei Leuten, die mit Tumblr, der Diskurs hat ja sehr viel auf Tumblr stattgefunden, nie wirklich nicht viel zu tun hatten oder haben. Das ist auch so ein Ding, das mich da beschäftigt, wo ich halt auch das Gefühl habe, dass es reelle Auswirkungen hat, weil ich erst zum Beispiel vor kurzem wieder von einer Person gehört habe, die sich entschieden hat, sich nicht mehr als Aro und Ace zu labeln. Also de facto hat die Person entschieden, überhaupt keine Labels mehr zu verwenden, weil sie sich nicht mehr labeln möchte, aus unterschiedlichen Gründen, unter anderem, weil sie gemerkt hat, dass sie sich mit Labels gleichzeitig immer sehr einengt und das Gefühl gibt, eben, sie muss auf eine bestimmte Art und Weise sein, und das wollte diese Person nicht mehr. Und dann kamen aber sehr negative Reaktionen von befreundeten Personen, wurde als queerfeindlich bezeichnet. Ja, es kam dann zu einem Streit, und es wurde, grundsätzlich ging es um den Vorwurf von Queerfeindlichkeit und, ja, bist du jetzt eine Cis-Hete, was meiner Ansicht nach absolut daneben ist, wo ich mich dann schon frage, wieso passiert sowas, wie kommt es zu solchen Problemen oder was muss in unseren Köpfen vorgehen, dass wir so umgehen mit Personen, die sagen, sie möchten diese Labels nicht mehr verwenden oder sie möchten vielleicht nicht mehr Teil der Community sein, aus unterschiedlichen Gründen. Also ich finde ja, ehrlich gesagt, die ganze Situation, die du da schon beschreibst, ein Unding. Und was vielleicht nochmal an anderer Stelle ich bemerken möchte, ich finde es ganz, ganz schlecht, wenn man cis-hetero als Beleidigung verwendet. Ich habe ganz viele Freunde, die sind cis-hetero. Das sind ganz tolle Menschen und überhaupt nicht queerfeindlich. Und natürlich die Person, nur weil sie sich nicht labelt, ist auch nicht queerfeindlich. Plus, wir haben in der Community Personen, die cis sind. Ja. Ja. Und wir haben in der Community Personen, die hetero sind. Es ist absolut nichts Schlechtes dabei, sich mit dem Gender zu identifizieren, das einem bei der Geburt zugeschrieben wurde. Und es ist auch absolut nichts Schlechtes dabei, ein anderes Geschlecht zu lieben, als man sich selbst zugehörig fühlt oder auch sich sexuell angezogen zu fühlen oder sensuell oder romantisch oder sonst wie. Und auch beides zu sein, ist nicht verwerflich. Und wenn eine Person sich entscheidet, ein Label nicht mehr zu verwenden oder nicht mehr Teil einer Community zu sein oder nicht mehr mit der Community zu interagieren, was in dem Fall ja nicht mal der Fall ist, weil die Person ja auch weiterhin mit queeren Personen interagiert, zum Beispiel mit mir, und auch unterstützt, finde ich es halt echt schwierig und echt schlimm, einer Person dann vorzuwerfen, dass sie jetzt queerfeindlich ist, nur weil sie ein Label nicht mehr verwendet oder Label nicht mehr verwenden möchte. Das ist einfach absolut unangebracht. Ich hoffe wirklich, dass wir uns in unseren eigenen Identitäten irgendwann sicher genug sein können und Ace, Queer und Aro genug fühlen können, um nicht so mit Personen umzugehen, die auf ihrem Weg einfach entscheiden, das ist es nicht mehr oder ich finde Label generell nicht gut für mich oder so. Jetzt würde ich gerne mal wieder auf die Fragen, die wir der Community gestellt haben, zurückkommen. Und zwar war eine weitere Frage, wie wir persönlich, beziehungsweise ihr persönlich mit dem queeren Selbstzweifeln umgeht. Ja, ich würde dazu einfach gleich eine Antwort vorlesen, wenn dir das recht ist, Noah. Ja, gerne. Und zwar hat uns eine Person geschrieben, immer wieder daran denken, wie das Label definiert ist und in Erinnerung rufen, warum ich sage, dass mich dieses Label beschreibt und dass ich mir Labels aussuche, um mich zu beschreiben und nicht, dass das Label mich definiert. Ja, es ist echt cool, das in wenigen Worten genau auf den Punkt gebracht, was es eigentlich ausmacht. Finde ich total wichtig, weil das ja auch, also zumindest meiner Ansicht nach, ist das einer der großen Gründe, warum Labels verwendet werden. Labels sollten einen Menschen nicht definieren, Labels sind nicht alles, Labels sind nur Beschreibungen, außerdem sind es grobe Kategorien,
Und wie gesagt, in Kategorien hat man auch nochmal eine große Heterogenität. That's fine. Genau, die nächste Person hat da auch einen anderen Weg gefunden. Und zwar, ich versuche, so viele Geschichten, Menschen, Erfahrungen wie möglich zu finden und Verbindungen zu finden, in denen ich mich wiedererkenne. Finde ich auch einen total guten Weg und auch was total Wichtiges, habe ich, glaube ich, eh schon gesagt. Ich nenne es halt Narrative, dass es viele Narrative braucht, aber genau das in Menschengeschichten, Erfahrungen spiegeln sich die ja wieder. Ich muss auch sagen, also das habe ich auch gemerkt, das hilft gewaltig, wenn man einfach durch die Geschichten von anderen Leuten mitbekommt und merkt, oder es sind ähnliche Sachen oder da gibt es Unterschiede und man sich dann da drin vielleicht wiederfindet oder eben auch abgrenzen kann, wenn man merkt, ah, das ist bei mir anders. Also das hilft. Voll. Dann würde ich noch eine Antwort vorlesen. Und zwar, und ich versuche, Gegenargumente für meine Zweifel zu finden. Das stärkste Gegenargument ist für mich zum Beispiel, dass ich schon immer von mir dachte, dass ich halt auf niemanden stehe, lange bevor ich wusste, dass Asexualität und Aromantik existieren. Dass ich jetzt ein Wort dafür habe, ändert nichts daran, wie ich fühle. Außerdem versuche ich, meine Label nicht als endgültig zu betrachten. Ich bin jetzt Aeroace. Und vielleicht beschreibe ich mich noch in 50 Jahren so. Und wenn nicht, ist das auch okay. Es hilft mir auch, mich mit anderen queeren Menschen auszutauschen. Es fühlt sich wahnsinnig beruhigend an, mit Leuten zu reden, die einen verstehen. Ja, ich finde, da steckt auch eine ganze Menge drin. Das ist auch sehr wichtig, dieses, dass man sagen kann, hey, ein Label kann sich ändern. Es kann sein, dass ich mich jetzt so fühle. Es kann sein, dass ich feststelle, jetzt ist es doch irgendwie ein bisschen anders. Und dann habe ich auch alles Recht der Welt, das zu ändern. Und ja, auch vielleicht ein Label komplett wieder abzulegen, wenn ich das möchte. Queere Selbstzweifel sind jetzt nicht so mein Thema, aber ich finde, das sind alles voll wichtige Sachen, die da genannt wurden, die echt auch helfen können, soweit ich das halt verstehe oder verstanden habe bislang. Ich für mich denke, würde es eher so ausdrücken, dass ich mit rationalen Gedanken die Selbstzweifel bekämpfe. Also einfach mit eben, hier wurden es Gegenargumente genannt oder eben auch, aber eben alles. Also ich denke einfach rational darüber nach. Das sind Gegenargumente, es sind andere Geschichten, Ähnlichkeiten zu mir oder was dann doch anders ist. Einfach so, und das hilft mir selbst eigentlich. Wie machst du das, Noir? Im Prinzip bin ich da schon so ein bisschen drauf eingegangen. Ich habe mir einfach gesagt, es ist jetzt gut. Also Beispiel nehme ich jetzt mal das Thema meines Genders. Ich habe halt kein Label gefunden, was so hundertprozentig passt. Ich habe mit ein paar gespielt. Zum Beispiel mit Demigirl habe ich mal so ein bisschen gespielt. Ich hatte mit, was war es noch, diesem Schrödi-Gender ein bisschen gespielt. Ich bin sehr lustig, also das muss man sich mal durchlesen. Das ist cool. Ja. Ich finde das cool, ich mag dieses Label. Ich habe auch Cast-Gender oder Cast-Gender mal ins Auge gefasst. Alle haben irgendwie Aspekte, die schon passen könnten, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich möchte mich nicht richtig labeln. Ich möchte Gender für mich nicht nutzen. Deswegen habe ich dann irgendwann gesagt, es ist ja auch okay, wenn ich irgendwo ein Label nicht brauche oder nicht haben möchte, dann nehme ich keins. Und deswegen habe ich mich stattdessen ja entschieden, zu sagen, ich bin ein Mensch. Und ich finde, es ist doch legitim. Das kann mir ja keiner absprechen. Was auch eine total gute Antwort ist auf die Frage. Wenn ihr nichts dagegen habt, würde ich gleich zur nächsten Frage übergehen. Wir haben ja abschließend noch zwei Fragen gestellt und die erste davon wäre, was würde dir helfen, dich in der queeren Community willkommener zu fühlen? Die erste Antwort dazu war auch, die Queer Community ist so, wie sie sein sollte, aber alle anderen sollten es auch akzeptieren, wenn man sich entscheidet, dazu zu gehören, auch wenn man deren Meinung nach, und jetzt Gänsefüßchen, nur Arrow ist. Ja, das total. Ich möchte auch noch anhängen hier, dass es natürlich eben auch wieder Leute gibt, die sich ohnehin schon willkommen in der queeren Community fühlen. Und klar, auch nur Aro oder nur Ace sollten akzeptiert werden. Oder nur welches Label auch immer.
Ja, manchmal ist es doch auch gut, wenn man nicht 100 Labels hat, sondern nur eins, und das sollte trotzdem reichen. Das ist angenehm, muss man nicht immer gleich einen Vortrag halten. Genau. Ja. Das Label Queer ist übrigens auch sehr toll, sage ich mal. Ja. Allerdings habe ich die Erfahrung gemacht, dass Leute dann auch immer oder oft sehr, sehr spezifische Bilder im Kopf haben. Also ja, ich habe auch schon gemerkt, dass dann die Leute irgendwas hineininterpretieren, was da nicht ist, und dann so Aussagen kommen. Also ich hatte mal, dass eine Aussage kam, also lesbisch kommst du mir jetzt nicht vor. Ja, ja. Das habe ich auch nicht gesagt. Das ist genau der Punkt. Wenn ich queer sagen würde, dann würden alle denken, ich sei lesbisch. Ja. Naja. Wenn ihr mögt, würde ich gerne die nächste Antwort vorlesen. Gerne. Die Person hat hier geschrieben, mehr konkrete Nennung der ASPEC-Community, direkte Einladung und endlich daran arbeiten, in Anführungszeichen queer und hetero nicht als Gegensatz und aneinander ausschließend zu sehen. Ja, kann ich nur ja dazu sagen. Also natürlich die konkrete Nennung der ASPEC-Communities, beziehungsweise Community, Entschuldigung, und dann natürlich diese Opposition von queer und hetero, haben wir eh schon vorher gesagt. Es gibt hetero Personen in der queeren Community. Das ist so. Das sind keine Gegensätze und das werden auch nie Gegensätze sein. Wir haben hetero trans Personen, wir haben hetero aceback Personen und so weiter. Mhm. Polyamore Personen, die hetero sind, kinky Personen, die hetero sind. Etc., etc. Ja, und zu dem Punkt mit dieser konkreten Nennung hilft es auch schon, wenn man eben dieses LGBTQIA+ nimmt. Ja, ja. Also ja, das ja. A da extra noch hinschreibt. Okay, es ist zwar nicht klar, ob es für asexuell, aromantisch oder agender steht, aber es hilft trotzdem. Und sämtliche andere A-Spektren, aber ja, total. Ja, es steht einfach für alles, oder? Ja. Aber es hilft, das A hinzuschreiben. Definitiv. Und was ich nochmal zu hetero sagen wollte. Hetero ist doch auch einfach nur eine Ausprägung des Menschseins, wie alle anderen Orientierungen und Anziehungen auch. Deswegen sollte man es nicht auswandern, finde ich. Ja, ich lese gleich eine weitere Antwort vor. Und zwar hat eine Person geschrieben, ich finde, es wäre nur wichtig, klarer zu machen, dass du kein Label benutzen bzw. finden musst. Wenn du dich aus welchen Gründen auch immer queer fühlst, ist das okay und legitim, auch wenn du kein Label für dich hast. Ja, total wichtig, finde ich. Auch so im... Ja, definitiv. Wobei es noch lustig ist, dass die Person zwei Label da unten genannt hat. Asexuell und biromantisch. Ja, darf die Person ja. Natürlich, aber trotzdem, es ist ein bisschen ein Kontrast. Ich hätte jetzt kein Label erwartet. Ja, naja, die Person hat aber geschrieben, du musst nicht, du kannst natürlich. Ja. Aber ja, ja, klar, ich weiß, was du meinst. Aber trotzdem. Also, das ist auch total wichtig, eben auch im Hinblick auf die Situation, die ich vorher geschildert habe. Du musst kein Label verwenden. Du musst dich auch gar nicht labeln. Das ist nicht... Nichts, was ein Muss ist oder ein Zwang ist. Und wenn du das Wort queer verwenden willst, kannst du das Wort queer verwenden. Wenn du es nicht willst, kannst du es auch nicht verwenden. Du kannst gar keine Label verwenden. Du kannst zwei, drei Labels verwenden. Du kannst ein Label verwenden. Du kannst dich überhaupt nicht labeln. Das ist alles erlaubt und alles okay. Ja, eine Antwort hätten wir noch. Mag die wer von euch vorlesen? Kann ich gerne machen. Wenn die Leute ihre Biphobie ablegen würden, es ist absurd, dass das überhaupt in LGBTQ+-Kreisen existiert, nach dem Motto Love is love, aber Bisexualität, nee, das geht nicht. What the fuck? Also mehr Aufklärung bitte, was Bisexualität heißt und was nicht. Zum Beispiel macht mich Bisexualität nicht automatisch transphob. Ich kann mir sehr wohl eine Transperson als Partnerin vorstellen. Und ja, Singular, Bisexualität heißt nicht, dass ich ein wild um sich vögelndes Feuchtbiotop bin. Das hängt damit einfach nicht zusammen. Ach Mensch, ja, die
Bifeindlichkeit wieder in der queeren Community. Ja, und diese schönen Vorurteile. Das verstehe ich halt auch nicht. Also ich verstehe nicht, warum Menschen sich nicht vorstellen können, dass ein Mensch auf mehr als ein Geschlecht steht oder Anziehung gegenüber mehr als einem Geschlecht empfindet. Es will nicht in mein Hirn rein, wo das Problem damit ist. Was ich mir immer denke, wenn ich diesen Vorwurf höre, Bisexualität oder Biromantik oder M-Spec-Identitäten, also ich meine gut, vor allem Bisexualität und Biromantik jetzt wären transfeindlich, dann denke ich mir immer, ich meine, was sagst du damit? Dass binäre Transpersonen nicht Männer oder Frauen sind, sondern was anderes? Das ist doch eigentlich auch eine transfeindliche Aussage, oder? Sorry, aber das finde ich gar nicht. Genauso wie die Aussage oder das Vorurteil, dass bisexuelle Personen sich nicht festlegen könnten oder nur wild vor sich hin vögeln oder whatever. Erstens absoluter Quatsch und zweitens, selbst wenn eine Person wild um sich vögeln würde, wenn sie damit glücklich ist, alles mit Konsens ist, wo ist das Problem? Ich sehe es nicht. Ja, es ist voll komisch, dass da Probleme gebaut werden, die irgendwie an anderen Stellen gar kein Problem wären. Oder sein sollten zumindest. Ja, sein sollten sie sowieso nicht, aber teilweise sind sie ja nicht mal an anderen Stellen. Also bei Heteropersonen, die Single sind und da irgendwie andauernd Tinder-Dates haben und so, ja. Da, also zumindest höre ich da nicht so viel Negatives wie, aber sobald man als Bisexualität gilt, ist das gerade in die Richtung, oder? Also teilweise. Oder Poly, da hast du ähnliche Vorurteile. Bei Tinder-Dates und so, weil du es angesprochen hast, Slut-Shaming ist schon ein Ding, vor allem gegenüber weiblich gelesenen Personen. Ja. Das existiert dann schon auch wieder. Genau, ja. Ja. Aber nicht, wenn es Männer machen. Ja, es ist komisch. Gut. Letzte Frage? Gern. Mhm. Gut. Wenn du auf dem asexuellen, aromantischen und oder aplatonischen Spektrum bist, was würde dir helfen, dich in der Aceback-Community willkommener zu fühlen? Was ich gerne noch vorher erwähnen würde, bevor wir auf die Frage, also beziehungsweise auf die Antworten eingehen, dass es hier auch einige Leute gab, die sich schon willkommen fühlen. Das finde ich auch nochmal wichtig zu erwähnen. Ja, dann würde ich gleich mal die erste Antwort vorlesen. Und zwar hat uns eine asexuelle und demiromantische Person geschrieben: Ich würde mir wünschen, dass die Community bedenkt, dass es sich um Spektren handelt und das auch so kommuniziert, zum Beispiel durch Wortmeldungen von Demi und Grey Ace Aro platonischen Menschen. Dem würde ich mal voll zustimmen. Mehr Narrative, bitte. Viel mehr. Ganz wichtig. Ja. Ich finde, wir könnten da das nächste vielleicht auch noch mit anfügen. Die nächste Antwort sagt nämlich, dass auch Kinky Aces bzw. Sex Positive Aces als valid betrachtet werden. Ja, bitte. Unbedingt. Habe ich sonst auch gar nicht mehr so viel dazu zu sagen. Naja, das nächste ist ja fast wieder dasselbe noch. Mehr Visibilität von den verschiedenen Lebenserfahrungen und weniger Gatekeeping. Aber eben das mit den verschiedenen Lebenserfahrungen kommt da wieder. Ja, wir merken uns, mehr Narrative, viel mehr Narrative, viel mehr verschiedene Narrative und weniger Gatekeeping. Und jemand hat es hier noch etwas mehr ausformuliert, geht aber in eine ähnliche Richtung. Ich fände es schön, wenn man öfter erwähnen würde, dass asexuelle Menschen auch einfach Sex haben können, weil es ihnen Spaß macht. Oft werden Gründe genannt, warum asexuelle Menschen Sex haben, wie um die Allo-Partnerperson glücklich zu machen oder um Kinder zu bekommen. Es wird aber nicht genannt, dass man auch einfach nur Spaß daran haben kann. Als hätte die Community Angst davor, dass sie die Allos dann nicht mehr ernst nehmen. Zudem fände ich es schön, wenn die Community Veröffentlichungen stärker ablehnt, die nur die Definition Asexualität ist kein Verlangen nach sexueller Interaktion verwenden, da ich über diese Definition komplett aus der Community ausgeschlossen werde. Die Person definiert sich hier als Arrow Ace, was schön ist. Ja, ja, total.
Also auch ein total valider Teil der Community. Jede Person, die hier geschrieben hat. Es gibt nichts, dem ich da nicht zustimmen würde. Ja. Und jetzt sind wir auch schon wieder bei unseren anderen Rubriken angelangt. Und zwar würde ich jetzt mit dem Lexikon beginnen wollen. Wir haben uns da heute das Wort pseudosexuelle Anziehung rausgesucht. Pseudosexuelle Anziehung ist eine Art der Anziehung, die nicht sexuell ist. Sie ist eben nicht körperlich oder hat beispielsweise keinen Wunsch zur sexuellen Interaktion, also es ist da nicht beinhaltet. Trotzdem wird pseudosexuelle Anziehung oft von Erregung oder erhöhten Libido begleitet, wie das eben auch für sexuelle Anziehung der Fall ist. Ich bringe euch heute die Kulturecke mit. Und zwar habe ich eine Podcast-Folge für euch, um genau zu sein, Episode 57 von Willkommen im Club mit dem Titel Bin ich queer genug? Ja, das ist ebenfalls eine Folge über queeres Imposter-Syndrom. Da geht es eben nach der Frage nach eben queeren Selbstzweifeln, darum, dass das sehr viele Personen empfinden und woher das kommt und wie wir damit umgehen können. Also wenn euch das Thema mehr interessiert, hört da einfach gerne mal rein. Quasi schon fast zum Abschluss möchte ich uns gern wieder unsere Frage stellen. Und zwar, was nehmen wir mit aus der Folge? Und finde ich, richte mal zuerst an dich das Wort. Ja, also ich denke, was ich mir mitnehme oder was mir nochmal ein bisschen mehr bewusst geworden ist, als wir die Folge vorbereitet haben, ist, wie viel eigentlich Gatekeeping auch mit diesem queeren Imposter-Syndrom zu tun hat und wie viel wir als Community eigentlich machen könnten oder auch mithelfen könnten, dass es Menschen da besser geht oder Menschen sich aufgehobener fühlen. Weil es gibt ja auch genügend andere Gründe noch und genügend andere Probleme, die das irgendwie fördern oder die da zu Problemen führen. Und dann ist da die Community noch und dann spielen wir da oft noch so eine Rolle. Und andererseits natürlich das, was ich als queeres Imposter-Syndrom der Community bezeichne, so ein bisschen. Aber das beschäftigt mich ja jetzt auch schon ein bisschen länger. Wie sieht's bei dir aus? Ja, also was ich mir mitnehme aus der Folge ist, dass ich nicht alleine bin mit diesen Selbstzweifeln. Also ich habe das sehr oft und ich wusste vorher schon, dass ich nicht alleine bin, aber ich fühle mich nochmals bestätigt und das ist doch auch schön. Sehr gut. Was nimmst du mit aus der Folge, Noir? Im Prinzip das, was du auch gerade sagtest, einfach nochmal die Bestätigung, dass man damit nicht alleine ist, weil so ging es mir ja auch am Anfang, dass ich echt immer gedacht habe, hey, die anderen sind da voll dabei und ich, ja, zweifle noch rum. Und auch, ja, allgemein wieder diese unterschiedlichen Ansichten und Erfahrungen und finde ich immer wieder sehr bereichernd und das nehme ich mir gerne mit. So, und damit sind wir schon wieder am Ende dieser Folge angelangt. Und an dieser Stelle möchte ich mich herzlich bedanken bei euch für das Beantworten der Umfrage und für diese vielen vielfältigen Ideen. Also herzlichen Dank hier. Diese Folge haben vorbereitet Oli, Noir, Finn und ich. Der Schnitt macht Lennart. Und dann möchte ich jetzt auch noch einen weiteren Aufruf an euch starten. Also wenn ihr ein Feedback habt, ein Anliegen oder irgendein Thema oder einfach mit uns diskutieren möchtet, dann könnt ihr mit uns in Kontakt treten und da habt ihr viele Möglichkeiten. Zum Beispiel findet ihr uns auf unserer Homepage inspektren.eu. Weiter findet ihr uns auf Instagram, Facebook, Twitter, auf Mastodon und auf dem Aspect German Server auf Discord und da haben wir sogar unseren eigenen Kanal, wo ihr uns schreiben könnt. Ihr könnt uns auch direkt benachrichtigen per E-Mail, das ist inspektren@gmx.net. Und für alle, die noch Untertitel haben wollen, also das lesen wollen, haben wir einen YouTube-Channel, wo wir auch
regelmäßig alle Folgen aktualisieren mit Untertitel. All diese Informationen findet ihr auch natürlich in unseren Shownotes. Also da könnt ihr alles nachlesen und auch Referenzen, Quellen findet ihr auch dort. Damit würde ich mich gerne bei euch verabschieden. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.